Herzlich willkommen bei diesem bei dieser Session zum Thema Workstations. Mein Name ist Ansgar Kückes. Ich arbeite selbst in der IT-Branche schon seit einer halben Ewigkeit. Also im Grunde genommen seit meinen Jugendzeiten, seit ich so 15 war oder so, da hatte ich so meinen ersten Atari und was man so eben alles hat. Habe damit auch mein erstes Geld verdient, indem ich meine ersten Programme verkauft habe. Und was mich persönlich immer fasziniert hat, das waren immer so die Leute in den weißen Kitteln, die hinter diesen riesen Rechnern rumgelaufen sind, und die waren richtig wichtig. Und wir in der IT-Branche heute, wir sind leider nicht mehr ganz so wichtig, wie wir es früher mal waren, sondern, naja, IT muss halt funktionieren irgendwie, aber es macht immer noch Fun, wenn man so verschiedene Dinge rauskitzelt. Und der Vortrag oder die Session, die ich euch gerne mit euch heute machen möchte, die geht in die Richtung, wie viel kann man eigentlich rauskitzeln aus solchen Systemen und das geschichtlich betrachtet gewissermaßen. Jo. Und erstmal freue ich mich, dass ihr hier seid, und ich würde ganz gerne mal abchecken, so wie euer Vorwissen eigentlich ist zu diesem Bereich, zu diesem Begriff Workstation. Jetzt mal eine kleine Übung, Hand hoch, wer hat diesen Begriff schon mal im Zusammenhang mit Computern gehört? Aha, okay, das scheint also durchgängig der Fall zu sein. Gucken wir mal, ob wir jetzt ein gleiches Verständnis haben. Ich möchte euch jedenfalls gerne mal mitnehmen. Jetzt muss ich mal fragen, so an die Koordination, muss ich jetzt wirklich anderthalb Stunden lang reden? Ist das so? Ja? Also, da muss ich ja irgendwie auch die Aufmerksamkeit hochhalten über anderthalb Stunden. Das ist ja ein bisschen so wie der Schule. Das heißt, da muss ich schon ein bisschen in die Trickkiste reingreifen. Was für Themen halten da normalerweise die Aufmerksamkeit hoch? Okay, also ich versuche von jedem was einzubauen, ja? Also wir gucken dann hinterher, ob das irgendwie geklappt hat, und schauen wir mal. Ja, also wir starten mit der Geschichte der Workstations, und die Geschichte der Workstations ist eigentlich die Geschichte der Informationstechnologie schlechthin, weil wir starten natürlich nicht bei den Workstations selber, sondern wir müssen ein bisschen verstehen, woher eigentlich dieser Begriff Workstations kommt. Workstations hatten ihre Hochzeit so in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und sie waren so ein Phänomen, es gibt sie heute noch, da werde ich nachher noch ein bisschen was drüber erzählen. Aber damals war dieses Phänomen eben besonders wirf. Also es war richtig Zeitgeist, und es war total wichtig, und Workstations brauchte man, und die kosten Heidegeld, und man war ohne weiteres bereit, dieses Heidengeld eben auch zu bezahlen. So, aber kommen wir nochmal in die Geschichte der Workstations. Ein Bereich, wo ich vielleicht nochmal, ein weiterer Punkt, um die Aufmerksamkeit hochzuhalten, ist das Thema Horror. Und deswegen nebenbei die Frage, die ich euch bitte, bei dem Vortrag mal im Hinterkopf zu behalten. Was hat Frankenstein, das ist der hier, mit einem PC von heute zu tun? Das ist sowas wie das da. Das ist übrigens ein Fake. Also nicht original. Ja? Also das könnte man im Hinterkopf haben. Darüber geht es natürlich nicht in der Session, aber am Schluss wollen wir diese Frage nochmal beantworten. So, jetzt starten wir aber mal ein, und zwar mit einem Satz, den hundertprozentig jeder kennt. Auf Deutsch, 640k werden immer für jeden ausreichend sein. Worauf bezieht sich das? Auf einen original IBM-PC, und wer hat's gesagt? Ja, unser William Henry Gates III. Er hat es hinterher abgestritten, deswegen geht das heute ein bisschen durcheinander. Also wenn ihr mal bei Wikipedia oder so guckt, heißt es, manchmal hat er es gesagt und manchmal hat er es nicht gesagt. Wir gehen alle davon aus, er hat es gesagt, weil es ist einfach plausibel. Und wir gehen davon aus, dass er es hinterher abgestritten hat, weil das ist auch plausibel. Also das passt irgendwie ganz gut zusammen. Das hier ist er übrigens, also wer das Foto noch nicht kennt, das ist 77 entstanden. 77 ist deswegen ein besonderes Jahr, weil 77 sind ein paar klasse Computer rausgekommen, zum Beispiel ein PET 2001, der steht da hinten um die Ecke in meiner Ausstellung, die ihr auch gerne mal besuchen könnt. Und der Apple II ist nämlich auch 1977 rausgekommen, der steht auch bei mir da drüben, den könnt ihr mal zum Vergleich da nochmal anschauen. Und da gab es noch einen TRS-80, den habe ich leider nicht, kann ich euch deswegen nicht zeigen, der ist aber auch nicht ganz so cool wie diese beiden anderen. Naja. Warum hat er so ein Ding umhängen? Naja, das war im Dezember, das war irgendwie bei einer Weihnachtsfeier oder so, hat er mal seinen Führerschein vergessen, ist aufgegriffen worden. So hat er jedenfalls damals ausgesehen. Bisschen nerdig, oder? Würde man heute sagen. Okay, aber back to the roots. Womit fängt man an, wenn man ganz vorne anfängt? Na, zeitlich gesehen.
Naja, eigentlich, ja, noch ein bisschen eher. Also für die Religionsbewanderten unter euch, ich weiß nicht, wer das kennt, das ist jetzt Griechisch, Originaltext, das ist aus dem Johannesevangelium. Wer kennt das noch? Klasse, danke schon. Kennt das auch jemand, kann das jemand sagen in Altgriechisch? Perfekt, vielen Dank. Also es lohnt sich doch immer noch, irgendjemanden mit dabei zu haben, der eine humanistische Vorbildung hat. Und das bedeutet, am Anfang war das Wort, ich bringe das deswegen mal mit rein, weil ich finde diesen Satz einfach so bemerkenswert. Der passt eigentlich überhaupt nicht rein und den gibt's auch nur in diesem Evangelium. Und wenn man das Wort Logos mal ein bisschen anders interpretiert, jetzt nicht in Richtung Wort, könnte das auch was heißen? Na, ich würde mal sagen Information. Ne? Also einfach am Anfang war die Information und wir kommen nachher noch drauf. Wir kommen nachher noch mal auf den Kollegen Leibniz. Der war natürlich auch sehr religiös und der hat mit der Null und der Eins, die hat er sozusagen erfunden, mehr oder weniger, nämlich auch was verbunden in Richtung Religion. So, aber erstmal so weit. Am Anfang war das Wort. Aber wir fangen natürlich bei Adam und Eva an. Also Adam und Eva damals, es ging, glaube ich, um den Apfel. Es ging um Facebook, aber damals war alles noch ein bisschen anders. Also wenn man nun jemanden gefriendet hat, dann ja, war die Auswahl nicht allzu groß. Aber jetzt kommen wir mal zum richtigen Apfel. Tatsache gab es, ich glaube, das war sogar 1977 oder 1978, den da, diesen netten jungen Mann, der seinen Apfel dann irgendwo, sein Apfelblatt erhält, gewissermaßen. Okay, aber das nur so zur Vorrede, hat nicht viel mit dem Vortrag zu tun, ehrlich, kommen wir zu den Anfängen. Was war so die erste Rechenmaschine, die man überhaupt so hatte? Gut, die bringe ich jetzt nicht, die habe ich mit dabei. Aber klar, Abacus. Das Besondere beim Abacus ist, den gab es natürlich überall. Der wurde überall mehr oder weniger gleichzeitig erfunden oder überall rumgeschleppt. Und die Technik war eigentlich auch überall dieselbe. Und es gab diverseste Varianten. Also hier ist zum Beispiel ein Exemplar von rund vor 1000 Jahren ungefähr. Das ist so ein Variable Abacus. Ja, und dann gibt's noch die Abacus Watch. Die gab es dann irgendwie, glaube ich, so 200 oder 300 Jahre später. Ja? Also die konnte man auch mit so einem Stylus bedienen. Das ging nicht anders. Ja? Ansonsten, also enorm lange Batterielaufzeiten, also die konnte man immer wieder verwenden. Das war nicht so das Problem. Und ja, die gab es auch nicht nur bei uns, sondern die gab es auch in Südamerika. Und da habe ich mal was mitgebracht. Die hatten ganz komplizierten Namen dafür. Das nannte sich Nepuhualtzin. Und das heißt so auf Deutsch übersetzt, das sind so mehrere Einzelworte eigentlich, nee, personal, puhual, the account, und zinzin heißt similar elements, also auf Deutsch Aztec Watch. Ja, und hier kann man auch sehen, wo das bedient wird, nämlich da beim Zählen, da Eierzählen, irgendwie hat man das Ding benutzt. Und auch hier gab es, das sind jetzt Originalzeichnungen, also der Europa, als die damals eingegangen sind, gab es dann so Handgeräte, mit denen man dann auch zählen konnte. Also ein sehr beliebtes Ding. So, aber wir gehen mal ein bisschen weiter in der Geschichte. Jetzt gehen wir in den europäischen Raum hinein, ungefähr 100 vor Christus. Man hat so ungefähr vor ja 120 Jahren, es ist ein Tauchteam bei einer Insel, die ist hier. Antikythera heißt die. Die ist direkt vor Kythera, Anti, ne, so. Oben ein bisschen drüber ist Kythera und das ist Antikythera. Da hat man was gefunden, unten. Eigentlich hat man ganz tolle Sachen gefunden. Tolle Bronzestatuen und sowas. Also richtig, die sind auch selten aus der Zeit, ne, kaum was übrig. Aber da hat man Müll gefunden, der irgendwie so dumm rum lag. Und das war sowas wie das da. Und das ist insofern bemerkenswert, weil man hat es wirklich datiert auf ungefähr 100 vor Christus. Das ist eine Art, ja, es gab im Mittelalter sowas, Astrolabien, also Dinge, die mit einem mechanischen Uhrwerk dann gezeigt haben, wie denn eigentlich so die Sonnenbewegung ist. Und bei diesem Ding war das so, hier sieht man so ein bisschen so andeutungsweise die ganzen Zahnräder, die so ineinander greifen. Das ist alles Bronze, 100 Jahre vor Christus, ja. Und vor allen Dingen auch unter Wasser erhalten. Und das funktioniert wirklich so, dass man hier so ein Stellrad hat, wo man beliebige Daten eingeben kann an einem Stellrad. Und dann haben dieses ganze Uhrwerk hier hat dann irgendwie dann auf zwei oder auf diesen Kalendern dann was angezeigt.
mit Zeigern. Also das Grundprinzip von wegen Input, Berechnung, Output gab es damals schon, 100 Jahre davor. Übrigens, also wer jemand die Ausstellung so nebenan geht, da vorne die große, das hier ist ein Analogrechner. Ja, weil man nämlich beliebig so analog Input eingeben konnte und hier wurde ein analog, wurde Output ausgerechnet, also nicht digital. Gut, wie ging es weiter? Jetzt ganz großer Sprung, dann kam das düstere Mittelalter und nach dem düsteren Mittelalter kam John Napier. John Napier, das war eine Art ja, Universalgenie, ein Erfinder, der alles Mögliche gemacht hat. Und der hat von 1550 bis 1617 gelebt, ungefähr so zur Zeit von Kepler, damit man das mal so einsortieren kann. Und der hat Rechenstäbchen erfunden. Mit dem Abakus konnte man im Großen und Ganzen im Wesentlichen addieren, subtrahieren und mit diesen Rechenstäbchen konnte man auch multiplizieren. Das war schon mal ein richtiger Fortschritt. So sah er aus, der John Napier. Der hat auch noch viele andere Dinge entwickelt, also nur für die Mathematiker unter uns, der war ganz wichtig im Bereich der Logarithmen. Das war einer der Erfinder der Logarithmen überhaupt, die zu einem anderen Ding geführt haben, was ich dann gleich nochmal zeige. Ja, und auf der Basis wurde erstmal theoretisch von Wilhelm Schickard diese Maschine entworfen, das ist eine Replik, die später auf Basis seiner Unterlagen entwickelt wurde, die auch wirklich funktioniert. Die konnte subtrahieren bis zu sechsstelligen Zahlen, konnte einen Speicher überlaufen, viele andere Dinge, die so ein Computer heutzutage schon kann. Ja, so hat er ausgeschaut. Und kurz danach kam ein anderes Gerät. Also die waren alle sehr schön, diese Geräte damals. Also richtig handwerkliche Schmuckstücke, kann man eigentlich sagen. Und das hat der Blaise Pascal entwickelt. Pascal ist ja ganz wichtig für die Informatik so insgesamt. Und also sein Vater war Steuerbeamter und er hat sich was überlegt, mit dem man diese Steuerberechnung irgendwie vereinfachen kann. Und das ist dabei rausgekommen, die sogenannte Pascaline. Die hatte so kleine Metallwellscheiben, die sieht man hier vorne. Damit konnte man die gewünschten Nummern einstellen und die Ergebnisse wurden dann in den Kästchen über Wellscheiben angezeigt, da oben drüber. Und damit konnte man schon prima subtrahieren, addieren, multiplizieren, aber alles natürlich mechanisch. So, da ist er, der Blaise Pascal. Und dann der nächste, das war Gottfried Wilhelm Leibniz. Der hat, also man kann sagen, die waren alle sehr praktisch veranlagt. Also die haben sich nicht nur Gedanken darüber gemacht, also wie man das auf dem Papier hinkriegt, sondern die waren nicht selten auch begabte Handwerker, haben sich hingesetzt und haben dann einfach diese Dinger gearbeitet. Und immer mit Zahnrädern, mit irgendwelchen Kurbelwellen, mit Wellen, mit denen dann irgendwas so weitergegeben wurde und dann erschienen dann an irgendeiner Stelle dann immer so die entsprechenden Informationen. Ja, mit dem Leibniz, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, Bezug zur Religion, war ein sehr religiöser Mensch. Man kann eigentlich sagen, er hat einen großes Gefühl für das Yin und das Yang. Also für ihn war die Dualität, also dieses 0 und 1, das muss man sich wirklich mal vorstellen damals, die Welt war komplett analog und er hat sich wirklich überlegt, 0 und 1, also wirklich nur zwei krasse Gegenstände, die gibt es eigentlich in der Welt so in dieser Form gar nicht so richtig. Und er hat dann für sich so den Schluss daraus gezogen, dass da eigentlich eine gewisse Göttlichkeit drin steckt. Also die 0 für nichts und die 1 für Gott. Das hat er damals gleichgestellt. Also ein sehr religiöser Mensch. Ja, und er hat von sich selbst gesagt, beim Erwachen hatte ich schon so viele Einfälle, dass der Tag nicht ausreichte, um sie niederzuschreiben. Und das stimmt wirklich. Leibniz war ja auch ein Philosoph. Der ist in sehr, sehr vielen Bereichen maßgeblich gewesen. In der Zeit 1716 ist er dann gestorben. Ja, so hat er ausgesehen. Ja, mit Perücke, wie das damals so üblich war. Aber kommen wir jetzt nochmal zurück zu den Logarithmen. Logarithmen haben bei einem Rechenwerkzeug eine besondere Bedeutung. Wer kennt das noch? So aus der Schule von vor. Dankeschön, ja, genau. Ich habe noch gelernt, wie man mit so einem Ding umgeht, aber habe es nie wirklich benutzen müssen, weil Taschenrechner gab es schon und ich hatte einen. Also so ein Commodore-Taschenrechner. Ne? Also der hat damals schon, ich glaube, fast 100 Mark gekostet oder so. War nicht programmierbar, konnte nur Grundrechenarten, Prozentzeichen. Ja, und das ist so eine Logarithmen-Tabelle und für diejenigen, die damit nichts anfangen konnten, damit konnte man wirklich extrem schnell multiplizieren, indem man einfach nur
additiv zwei von diesen Dingern nebeneinander geschoben hat. Man hat geguckt, wo das Endergebnis rauskommt. Da stand eine Zahl unten drunter und das war das Ergebnis. Das war natürlich nicht so super genau. Man konnte es nur so genau sehen, wie man hier diese Skalen irgendwie mit dem Auge erkennen konnte. Aber es ging super schnell. Und damit haben, wenn sich mal so Filme anguckt, ist wie Apollo 13 oder so, die Leute wirklich rasant gerechnet, ne, um Bahnen zu berechnen und ähnliche Dinge. Also eigentlich total geiles Gerät und wie gesagt auch ohne Strom. Naja, und dann ging es noch ein bisschen weiter. Dann kam nämlich die sogenannte Analytical Engine. Was war das Besondere daran? Die war programmierbar. Und zwar war das 1837. Und damit ist ein Name verbunden, der in der Informatik eigentlich auch sehr gerne genannt wird. Eigentlich sogar zwei Namen, um genau zu sein. Der eine Name ist der von Charles Babbage. Ein Vollblutmathematiker, hat relativ lange gelebt, hat enorm viel produziert und eben auch sehr viel zum Thema Computer beigetragen. Und der hatte eine Bekannte oder eine Freundin, die hieß Ada Lovelace. Und also eigentlich ist sie Ada Lovelace Byron. Sie war nämlich die Tochter von dem sogenannten Lord Byron. Und ja, die beiden haben insofern zusammengewirkt, weil Babbage hat sich um die Theorie gekümmert und hat den ganzen Apparat entworfen, den man eben programmieren konnte. Und die Ada hat das Programm dazu geschrieben. Und das ist das erste Computerprogramm, was überhaupt irgendwo vorhanden ist. Das ist auch noch da und das ist dazu da, um Bernoulli-Zahlen miteinander zu Bernoulli-Zahlen zu entwickeln über Algorithmen. Und es hat krass. Hätte krass gut funktioniert. Man hat das dann später nachgebaut in der Replik und es hat wirklich hundertprozentig auf Anhieb sofort funktioniert, diese Maschine. Jo, kleiner Ausflug. So, zurück ins Jahr 1816. So, das ist Indonesien, was man da gerade sieht. Und weiß jemand zufällig, was da passiert ist im Jahr eigentlich 1815. Krakatau ist schon ziemlich nah dran. Der war 1883, danke. Aber war nicht der Krakatau, sondern war der Tambora. So, und warum redet man heutzutage nur noch vom Krakatau und nicht mehr vom Tambora? Ich weiß es nicht, weil der Ausbruch des Tambora war, sage und schreibe, der heftigste Ausbruch seit mindestens 22.000 Jahren. Eines Vulkans. Und der war viermal so stark wie der vom Krakatau. Also man kann das heutzutage sehr gut nachvollziehen, indem man zum Beispiel im ewigen Eis so die Schichten abnimmt und dann analysiert und so. Der Tambora ist tatsächlich 1815 ausgebrochen. Und was passiert ist, dass unglaublich viel Material so in die Atmosphäre geschoben wurde und sich dadurch alles verdunkelt hat. Und deswegen das Jahr 1816 als das Jahr ohne Sommer in die Geschichte eingegangen ist. Da hat es tatsächlich im Sommer geschneit. Und es gab entsetzliche Missernten und es sind alleine bei dem Ausbruch des Tambora damals 70.000 Menschen nur bei dem Ausbruch ums Leben gekommen. Und wie viel indirekt über die Hungerkatastrophen dann auch gestorben sind, das weiß kein Mensch so heutzutage. Ja, und was hat das überhaupt mit unserer Geschichte zu tun hier? Kommen wir zurück zu Lord Byron. Wir erinnern uns, Lord Byron war der... Genau, von Ada Lovelace. Ja. Und der hat nämlich genau in diesem Sommer, der kein Sommer war, am Genfer See mit einigen Freunden zusammengesessen und sie haben sich die Zeit vertrieben. Die waren halt Adelige, die hatten ja sonst nichts zu tun. Und wenn die nicht auf die Jagd gehen konnten, weil das Wetter schlecht war, oder nicht Ball spielen konnten, weil das Wetter schlecht war, dann mussten sich irgendwas anderes ausfallen. Lord Byron war natürlich auch ein berühmter Philosoph, hat ja auch zur Zeit von Goethe gelebt. Die haben sich auch untereinander ausgetauscht, so miteinander. Und der hatte eine Bekannte, die hieß Mary Shelley. Und diese Bekannte, die hat einen Roman verfasst. Weiß noch jemand, was das gewesen ist?
Das war Frankenstein, genau. Frankenstein, der moderne Prometheus. War übrigens in Ingolstadt angesiedelt, ursprünglich, also der Roman, also bei den Audi-Leuten sozusagen. Und man rätselt bis heute, also wo dieses Frankenstein denn tatsächlich liegt. Aber der gute Frankenstein, der Professor, den hat sie da nach Ingolstadt verfrachtet. Also nicht in die Karpaten oder so, also mehr oder weniger so eine deutsche Geschichte. Gut. So, jetzt aber noch kommen wir zum Ende dieser mechanischen Periode sozusagen. So um die 100 Jahre später, also da ist auch nicht mehr so allzu viel passiert in der Zwischenzeit, aber 100 Jahre später ist jemand tatsächlich ohne großartiges Vorwissen, einfach nur aus praktischen Überlegungen heraus, hat er gesagt, das ist eigentlich total wichtig, also so ein Gerät zu haben, mit dem man Baustatik gut berechnen kann. Warum? Weil er Bauingenieur war. Also er hat ein bisschen lange studiert, so fast 10 Jahre, so wie wir alle, und hat gesagt, nein, diese ganze Baustatikberechnung, die sind ja blöde. Da bleiben Flughäfen geschlossen und ähnliches. Also die müssen irgendwie ein bisschen schneller passieren. Und weil er ein findiges Kerlchen war, hat er sich was ausgedacht, was diese Berechnung beschleunigt. Sieht doch ein bisschen aus wie so ein Flughafenterminal, oder? So insgesamt, ja. Also ein komplett mechanischer Rechner, der aus vielen, vielen Scheiben, so die so ausgefräst waren, zusammengebaut wurden, die ineinander griffen. Und die wurden einfach nur bewegt. Also die ganze Energie stammte angeblich von einem Staubsaugermotor, den er irgendwo gefunden hatte. Die gab es also wohl schon im Jahr 1936. Und der hatte vor allen Dingen, der hatte eine Architektur, wie sie damals unglaublich modern war, mit Rechenwerk, Speicherwerk und so weiter. Und vor allen Dingen dieses Ding konnte man programmieren. Und zwar nicht etwa mit Lochkarten oder sowas, die gab es ja schon seit halber Ewigkeit, so für diese Jacquard-Pullover, ne? Also so Maschinen, die man mit Lochkarten steuern konnten, wegen der Webmuster. Und das ist ein Film, der gestanzt ist, und über diesen gestanzten Film konnte diese mechanische, komplett mechanische, nicht mal elektromechanische, sondern nur mechanische Konstruktion, konnte alle Berechnungen ausführen oder nahezu alle Berechnungen ausführen, die ja ein Rechner von heute so kann. Ja, also damals waren die noch ein bisschen so in der Förderung so auf die Großen des Nationalsozialismus angewiesen und mussten immer erklären, wo der Kriegsnutzen steht jetzt bei sowas, und der war gerade nicht besonders hoch, deswegen hat er auch nicht viel Geld dafür gekriegt und musste immer gucken, wo er so sein Geld herkriegt. Jo, dann ging's ja dann vielleicht nochmal so zum Abschluss von dieser Periode, das ist die sogenannte SUSE Z3. Also sozusagen das dritte. Und das Besondere, kann man es schon sehen, irgendwie so an dem Bild, die ist nicht mehr mechanisch, sondern die ist elektromechanisch. Elektromechanisch bedeutet mit Relais, ganz genau. Ja. Die hatte so einen Takt von ungefähr, ich glaube, die hat 5 Takte pro Sekunde gehabt. Also das sind 0,000005 Megahertz, oder irgendwie sowas in der Größenordnung, ja, also nicht, dass ich jetzt verkehrt liege. Die hat das geschafft, und die war vor allen Dingen deswegen wichtig, weil dieses alte mechanische Modell, das hatte doch irgendwie so ein paar Dehnungsprobleme und so, also das war etwas unzuverlässig im Rechenwerk, so was die Ergebnisse anging. Dieses Ding hier war wesentlich zuverlässiger und ist auch nicht dauernd kaputt gegangen, wie die ganzen Rechner, die ich gleich zeigen werde, die nämlich ein bisschen anfälliger waren dabei. So. Und der gute SUSE hat da was konstruiert, mehr oder weniger, also er wusste noch nichts von Turing, war ja noch irgendwie mehr oder weniger so Kriegszeiten, ja. Aber seine Maschine war, ohne dass er das zu wissen, schon wusste, die war Turing vollständig oder Turing mächtig. Also man konnte damit sozusagen schon alles berechnen, was man eigentlich so berechnen wollte. Und so furchtbar groß war sie eigentlich auch nicht. Aber die schnellste war sie eben auch nicht. Jo. Gut. Was hatten wir denn da Schönes? Naja. So, kommen wir jetzt zum eigentlichen Zeitalter. Wir wollen uns ja mal ein bisschen Richtung Workstations bewegen. Also das ist ja alles noch eine ziemlich langsame Geschichte hier. Kommen wir mal zu den Dinos. Was bedeutet Dinos? Dinos bedeutet groß. Dinos bedeutet langsam irgendwie. Und sie fressen unheimlich viel. Ja, die brauchen viel Futter, die brauchen eine Menge an Energie, diese Dinos. Naja, und ich weiß jetzt nicht, wie empfindlich die früher waren, das weiß, glaube ich, keiner mehr heutzutage, aber diese Dinos, die waren verdammt empfindlich. So, und was gab's da so, mal einen kleinen Überblick zu geben. 1943, noch während des Krieges, gab es diesen hier, der ist auch aus dem Krieg heraus entstanden, weil die Deutschen hatten eine Verschlüsselungstechnik, die man gezielt
ent- oder knacken wollte. Und für das Knacken gab es einige sehr aufwendige Boolsche Berechnungen, die man brauchte. Hier sind diese, die, ist dieser Input, der da so rauskommt, reinkommt, der analysiert werden soll. Und dazu brauchte man einige Boolsche Operationen, also so und oder Operationen und so, um rauszukriegen, wo da Auffälligkeiten sind in dem Code, um eben knacken zu können. So, das ist jetzt eigentlich gar kein richtiger Computer im eigentlichen Sinne, sondern eher so eine Knackmaschine. Ja, aber diese Knackmaschine, die konnte schon ein bisschen programmiert werden, und zwar durch das Umstöpseln hier dieser jeweiligen Konfiguration. Dann lief sie aber eigentlich nur und versuchte irgendwie kurz zu knacken. Also viel mehr konnte die dann tatsächlich auch nicht. So, und das Ding hieß übrigens Colossus. Ja, also ein schöner Name. Es gibt auch einen Film gleichen Namens, also da geht es um einen Riesencomputer, der irgendwie außer Rand und Band gerät, aber die war dann doch ein bisschen kleiner. Also einer der kleineren Dinos sozusagen. So sah es übrigens von hinten aus. Ja, also eigentlich ziemlich, da brauchte man schon einen guten Überblick. Ach so, und das Besondere dabei, also die ist jetzt nicht elektromechanisch, sondern die benutzt jetzt schon Vakuumröhren, ja, weil die einfach schneller waren. Also mit 5 Schaltern pro Sekunde hätte man keinen Code knacken können. Jedenfalls nicht während des Kriegs. Also so, und dann kam so ein Ding, das hieß, kennt bestimmt jeder, hat jeder schon mal gehört, das ist der Rechner, der eigentlich immer als der erste Computer überhaupt dargestellt wird. Das ist der sogenannte ENIAC. Das muss man sich also merken, dass das der erste Computer war. Ja, also jetzt fragt sich natürlich der eine oder andere, waren da nicht schon welche vorhin, die auch Computer gewesen sind? Ich kann nur sagen, ist immer eine Frage der Sichtweise. Also was ist eigentlich genau ein Computer? Sagen wir mal, das war jedenfalls so der erste, der wirklich elektronisch war und der universell war. Und vor allen Dingen war der, weil man Turing ja schon kannte, man war ja befreundet, ja, so, war der schon gezielt Turing vollständig, damit man da wirklich alles programmieren konnte. Aber im Gegensatz zu dem SUSE-Rechner konnte man da nicht einfach so ein Band einlesen, sondern man musste dann tatsächlich hier, da, der muss immer in sein Buch reingucken, da, was er jetzt stöpseln muss. So als nächstes. Und das war die Art von Programmierung damals. Ja, wurde übrigens zur Berechnung ballistischer Tabellen genutzt, also natürlich mal wieder für irgendeinen so Kriegszweck. Ja, und der hatte insbesondere eine Sache nicht, der hatte kein Speicherwerk, und das war eigentlich ziemlich blöd, weil dadurch wurde das Ding ziemlich aufwendig. Jedes Mal, wenn man irgendwas machen wollte, musste man wirklich immer stöpseln. Und dieser Kollege hier, das ist der berühmte John von Neumann, dem wird jedenfalls nachgesagt, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat, und die entsprechenden Architekturen, die ist auch nach ihm benannt, die heißt nämlich John von Neumann Architektur, die beruht darin, dass man halt beliebige Informationen in den Speicher bringen kann und die dann als Programm ausführen kann. Das ist nicht selbstverständlich. Also früher hat man gedacht, Programme und Daten sind zwar unterschiedliche Dinge, nennt sich auch Harvard-Architektur, wer das mal gehört hat. Ja. Aber John von Neumann hat gesagt, also warum eigentlich? Warum trennen wir das denn voneinander? Lass uns doch da einen Speicher draus machen, und ich definiere die Daten einfach jetzt als Programm und führe sie aus. Und das konnte man tatsächlich mit diesem ENIAC, mit der entsprechenden Erweiterung von John von Neumann. Ja, nächster Punkt, das ist eigentlich nur so ein Zwischenschritt, das ist sozusagen der Vater der modernen Computer, Alan Turing, der ist nach dem Krieg an die Universität von Manchester gegangen und hat dort viel von seinen Werken mitgenommen und weitergeführt. Und deswegen sind die nächsten Entwicklungen, kommen alle aus Manchester. Ja, also nicht nur Fußball. In dieser Zeit war Manchester wirklich sozusagen so Ende, so zwischen Krieg und Anfang 50er war Manchester so eine der ganz, ganz wichtigen Institute. Dann hat das MIT ein bisschen aufgeholt in Amerika. Kommen wir auch gleich noch zu. Aber Manchester hat dieses Ding hier gebaut. Und warum haben sie es gebaut? Sie haben es eigentlich wegen diesem Ding hier gebaut. Speicher war immer ein Problem. Und dieser Rechner wurde wegen der sogenannten Williams-Röhre zu Erprobungszwecken gebaut, um zu gucken, ob man mit der Williams-Röhre speichern kann. Was das ist, zeige ich später. Hier nochmal so ein bisschen so der Überblick über die Architektur von dem Ding. Also hier gab es eine Stromkontrolle, hier gab es Monitor und Kontrolle, was ein Pulse Separator ist, habe ich keine Ahnung. Arithmetik sagt mir schon eher was, und Speicher halt, ne? Hier mit diesen Röhren, die zum Speichern genutzt wurden. Dass die Speicher, dass ich die Röhren überhaupt erwähne, das hat auch einen bestimmten Grund. Die wurden nämlich ab da immer wieder eingesetzt, obwohl die eigentlich total unzuverlässig waren. Und ansonsten sehen die eigentlich auch immer ziemlich ähnlich aus. Also das sind dann so Weiterentwicklungen. Und dieser Manchester Mark I, das war so ein Ding,
ja, wie soll ich sagen, warum habe ich es mit reingebracht? Naja, also da haben zwei Leute mitgearbeitet, das waren die Eltern von Tim Berners-Lee. Also nur, damit man die Zusammenhänge mal kennt. Ja? Also der hatte sozusagen schon eine gewisse Vorgeschichte, das ist der, der das World Wide Web erfunden hat. Jo, und vor allen Dingen gab es, ja, das Ding ist eigentlich auch nicht so interessant, jetzt der Electronic Delay Storage Automatic Calculator, der wurde in Cambridge entwickelt. Ja doch, der ist vielleicht doch interessant. Also vielleicht kann es ja jemand sehen, es ist echt total unscheinbar hier auf diesem ganzen Bild. Gibt es hier irgendein Gerät, was ein bisschen anders aussieht als das, was man sonst so sieht auf dem Gerät? Ja, also der stimmt, der sieht schon gar nicht so schlecht aus, aber ich will eigentlich die Aufmerksamkeit auf was anderes lenken. Ups. Nämlich, jetzt muss ich mal gucken mit meiner Animation. Also hier habe ich jetzt erstmal so ein Teil hier aus diesem Rechner. So, da möchte ich gern die Aufmerksamkeit drauf lenken. Das sind nämlich diese sogenannten Williams-Röhren. Ja, das hat nichts Birnen zu tun oder so, sondern, warum guckt er da so interessiert drauf? Da sind ja eigentlich nur so komische Muster drauf zu sehen. Hat irgendjemand eine Idee, was dieses Muster wohl sein könnte? Also man hat schon ganz früh angefangen, Oszilloskope an Rechner anzuschließen, meistens um die Dinger zu diagnostizieren, weil sie kaputt waren. Ja, das heißt, so ein Oszilloskop stand eigentlich immer da rum. Aber diese Williams-Röhre, die hatte eine ganz besondere Bewandtnis. Die wurde nämlich als Speicher benutzt. Man hat irgendwann, der gute Williams, der hat ein paar Jahre vorher nämlich rausgekriegt, dass wenn man so eine braune Röhre nimmt, und nichts anderes ist das ja hier, und dort ein Bild drauf projiziert, also ein paar Stellen hell macht und ein paar Stellen dunkel, und dann guckt man eine Millisekunde später nochmal nach, richtet wieder einen Strahl drauf und misst dann die elektrostatische Veränderung des, an der Außenwand von dem Ding, dann kann man feststellen, ob da vorher ein Punkt gewesen ist oder nicht. So, und was hat man gemacht? Man hat das immer wieder jede Millisekunde wieder hat das wieder neu gemacht, und wenn da ein Punkt gewesen ist, hat man den Punkt wieder drauf gemacht. So, und wer sich bei der Technik ein bisschen auskennt, das ist ein Prinzip, das nennt sich Refresh. Ja, das wird in sogenannten dynamischen Speichern heute noch benutzt. Das heißt, jeder von euren super Workstations, die ihr zu Hause habt, hat genau so ein Ding, so ein Refresh-Mechanismus. Und das Lustige war, man konnte zugucken. Ja, also man konnte wirklich reingucken und sehen, wie die Dinger sich verändert haben. Das heißt, das waren richtig Register- und Speicherinhalte, die man so auf diese Röhre dargestellt bekommen hat. Und ich schätze mal, dass es einer der Gründe ist, man konnte davon nicht lassen. Und wer von euch dann da vorne mal auf diese großen Panels gucken geht, die vorne im Ausstellungsraum sind, das hat genau dasselbe. Man wollte einfach gucken, was tun die Register eigentlich? Und das in Echtzeit. Ja. Und das sah dann ungefähr so aus, so wie das da, so typischer, also wer jetzt Hexadezimalcodes so auswendig kennt, der kann die jetzt schon mal so ein bisschen so darstellen hierbei. Aber die ersten cleveren Leute sind natürlich schnell drauf gekommen und haben gesagt, na, mit diesem tollen EdSAC-Computer, das ist ja ein total teures Ding, wie teuer das wirklich gewesen ist, weiß kein Mensch, Fördereinrichtungen und so weiter. Lasst uns doch mal, also die Muster, die können wir doch für was anderes benutzen. Wir programmieren jetzt einfach die Register so, dass da ein schickes Muster bei rauskommt, was man sich dann angucken kann. Und da haben sie dann auch ein sehr kompliziertes Programm geschrieben, da mussten sie bestimmt lange drum probieren. Und das Ergebnis war dieses hier. Ja, das ist also nichts anderes als eine Darstellung der Register oder der Speicherstellen an einer bestimmten Stelle. Ja, und das ist, nennt sich das OXO-Programm. Also wir kennen das eher unter dem Begriff Tic-Tac-Toe. Und das war das erste überhaupt heute noch bekannte Computerspiel. Ja, aber man braucht dann natürlich diese Riesenkiste da, diesen EdSAC, um damit dann zu arbeiten. Ich will gar nicht wissen, was das kostete, so eine Stunde zu spielen mit den Dingern. Da gibt es übrigens Emulatoren, die kann man sich im Internet herunterladen. Die simulieren genau diese Williams-Röhren. Und da gab es clevere Leute, die haben noch ganz andere Spiele drauf programmiert. Ja, und also wer heute mal so ein bisschen rumgeht, ich glaube, heute gab es auch einen Vortrag dazu, ne? Durchzieht auch die gesamte Geschichte der Computer, dieses Space Invaders-Exemplar. Wobei das so eine Variante hier ohne Bunker, oder die sind schon weggeschossen, ich weiß nicht so genau, wie das so läuft. Jo. Aber nach dem ganzen Spaß wurde natürlich wieder ernst. Die Firma IBM kam aufs Feld und wollte unbedingt Geschäft damit machen. Und hier ist mal so ein Bild von der 701. Das ist der erste wissenschaftliche kommerzielle Rechner, den IBM überhaupt gebaut hat, 1949. Und ja, kann man so gucken, wie die programmiert wurden, ne? Also da gab es so Schalter. Also genau diese solche Sachen kann man sich draußen wunderbar angucken. Und so ein Prozessor, so wie groß sind die heute?
so ungefähr, so ohne Kühler, ne, so ein Pentium, ein paar Cores drin. Und also das war der Prozessor damals von dem IBM-Rechner. Und wie man sieht, alles noch in Röhrentechnik gebaut. Ja, der hatte so 4096 Worte mit jeweils 36 Bit. So, aber jetzt kommen wir ein bisschen zum Thema Multimedia. Ja, endlich, nach den Spielen. Also wer sieht schon ein paar bekannte Dinge hier? Das ist jetzt der Cirirac, fragt mich bitte nicht, also was das für eine Abkürzung ist, aber das Ding wurde in Melbourne aufgebaut, das heißt also von den Down Unders und den Australiern. Und ja, das Ding ist praktisch ziemlich ähnlich, hat dieselbe Architektur wie dieser Manchester Mark I, den wir da vorhin gesehen haben. Und die Leute sind hier auf eine geniale Idee gekommen. Also hier sind wieder die Williams-Röhren mit den Speichern, ja, also die waren damals anscheinend wirklich sehr beliebt. Und die sind auf eine tolle Idee gekommen, weil die ganze Architektur war, die haben zwar schon ein Wortbreiten von 16 oder 36 Bit oder sowas bearbeitet, aber weil sie nur begrenzt Ressourcen hatten hier, was diese ganzen Vakuumröhren anging, wurden die alle sequenziell abgearbeitet. Das heißt, so ein Rechenwerk hat immer nur ein Bit verarbeitet von diesem ganzen Wort. Also einer nach dem anderen. Und da ist irgendjemand mal auf die Idee gekommen, hat gesagt, ich schließe einfach mal einen Verstärker an der richtigen Stelle, da wo so Bits wechseln, also wo sie mal 0 sind und mal 1 sind. Und da muss ich nur noch rauskriegen, also was für ein Programm ich eigentlich schreiben muss, damit an dieser Stelle die genau so wechseln, damit bei dem Verstärker ein Ton rauskommt. Ja? Hängt ja nur von der Frequenz ab. So, das ist das erste Beispiel, von dem man weiß, dass das gemacht wurde. Leider sind die Herren und Damen damals nicht auf die Idee gekommen, das mal aufzunehmen. Ja? Nur das Programm ist noch bekannt, man hat es rekonstruiert und so sieht's aus. Das ist also das komplette Programm. Und das sieht einfach aus, aber man musste dieses Ding wirklich richtig gut kennen, um sowas damit zu machen. So, und zufällig habe ich auch ein Soundbeispiel mit dabei und ich hoffe, dass das jetzt die Technik auch wiedergibt. Das ist jetzt eine Rekonstruktion. Damals House Music. Gut. Also so viel zum Thema Rock. Ja, Drugs hatten wir, glaube ich, noch nicht. So, nähern wir uns den anderen Themen an. Also, hier haben wir den sogenannten Worldbind. Also man sagt ja immer, Krieg ist der Vater so aller ich weiß nicht was und leider stimmt das für die Computer auch immer so ein bisschen mit. Dieser Worldbind, der wurde beim MIT entwickelt und der wurde schon relativ früh von der Army oder von den Air Force gefördert. Und am MIT wurde gezielt dieses Ding entwickelt, um damit Flugsimulationen durchführen zu können. Eigentlich wollte man das erst mit einem Analogrechner machen, weil das war eigentlich einfacher so von der Konstruktion der Analogrechner. Ich weiß nicht, ob es dazu einen Vortrag gibt, die rechnen ja sehr schnell. Also sozusagen quasi augenblicklich. Ich stelle was ein und dann kommt das Ergebnis dann am anderen Ende raus. Und es gab schon Displays, sehr einfache Vektordisplays, mit denen konnte man schon ein paar Dinge darstellen und dann zeigen irgendwie so bestimmte Flugrouten mal darstellen, so auf diesem Bildschirm dort. Die Bildschirme waren übrigens alle rund, ja. Die sind dann immer eckiger geworden im Laufe der Zeit. Und auf diesem Bildschirm möchte ich gerne mal kurz mal zeigen. So sah das dann aus. Ja. Hatte relativ lange Entwicklungszeiten, 7 Jahre hat das gebraucht, um dieses Ding zu bauen. Und ja, erstmal hat man ihm gedacht, Analogrechner, der hat das verworfen, hat dann Digitalrechner genommen, weil man gesehen hat, was mit dem ENIAC alles geht und hat das einfach mal gemacht. Und warum will ich das überhaupt zeigen? Ja, weil das der Start war zu einem der größten Computerprojekte, die überhaupt jemals ins Leben gerufen wurden. Nämlich das sogenannte SAGE-Projekt.
geschrieben, Sage. Ja, Amerika von der Marine, glaube ich, irgendwie so, naja. So, aber zwischendurch nochmal ein kleiner Ausflug in Richtung UNIVAC. Warum erwähne ich den? Da gibt's zwei Dinge. Erstmal gibt's diese saugeile Konsole. Sowas fasziniert mich immer. Also so eine Art Cockpit. Ja. Also schon ziemlich Workstation-like, würde ich sagen. Und die andere Geschichte, also diese, so sieht's bei den meisten Leuten ja in ihrem gemoderten Rechner aus. Und dann dieses Ding ja, das finde ich auch technisch sehr bemerkenswert. Ich hatte ja schon mal gesagt, das Thema Speicher war immer ein Problem. Was hat man da schon alles? Wir hatten schon Williams-Röhren, wir hatten schon alles Mögliche, Flip-Flops und so. Und also dieses Ding hier ist was besonders Kurioses. Das ist nämlich keine Atombombe, auch keine Wasserstoffbombe, sondern das ist, auch wenn da oben steht, please do not touch, ist tatsächlich eine Speichereinheit. Und zwar ist die mit Quecksilber gefüllt. Und hier sind an der einen Seite sind Piezo-Kristalle und an der anderen Seite sind Sensoren. Hier gibt es auch mal eine Sensoren zwischendurch und so. Und das heißt, hier von jedem Piezo-Kristall werden Signale ausgesandt und die brauchen ein paar Millisekunden, bis sie da als Welle durch das Quecksilber gelaufen sind und werden von den Sensoren erfasst. Und damit die sich nicht gegenseitig zu sehr ins Gehege kommen, sind die auch ein bisschen abgetrennt voneinander, so im Quecksilber. Ja, aber es ist ein großes Quecksilberbad hier. Und der Trick war, wieder mal Refresh. Das heißt, das hat ein paar Millisekunden, war die Welle, hat sozusagen den Zustand gespeichert und dann musste der wieder hier reingeschoben werden. Und das heißt, das war eine ständig wabbernde Quecksilbersäule hier, die da irgendwo so den Speicher mit drin. Das war also ernsthaft, ne? Also davon gab es relativ viele von diesen Dingen. Aber vor allen Dingen war das der erste Rechner, der wirklich, gehen wir nochmal zurück hier, wenn man sehen kann, der wirklich Magnetbänder genutzt hat. Das war eine absolute Neuerung, ja, und ab da immer wieder zu sehen. Gut, dann kommen wir zu diesem hier. Eigentlich nur deswegen erwähnt, weil dieser MIT TX0 war eigentlich so ziemlich dasselbe wie der Whirlwind, so im Großen und Ganzen, aber voll transistorisiert. Dass die Transistoren jetzt alle so aussehen wie Vakuumröhren, liegt daran, die sahen am Anfang so aus wie Vakuumröhren. Ja. Waren aber trotzdem Transistoren. Also so sahen die aus. Ja. Also danach sahen die eher so aus und heute sehen die eher so aus und werden eigentlich nur noch ja, zum Austausch von irgendwelchen kaputten Dingern in irgendwelchen anderen Rechnern benutzt. Zum Großen und Ganzen. Ja. Aber ich hatte ja was von dem Sage-Projekt erzählt. Ja, was ist das Besondere daran bei dem Sage-Projekt? Da ist unglaublich viel Geld reingeflossen. Wie viel ist geheim? Weiß keiner so richtig. Aber es wurden 24 Zentren in den USA aufgebaut, die den gesamten Luftverkehr überwachen sollten. Und dafür brauchte man echtzeitfähige Rechner. Und die wurden tatsächlich mit Vakuumröhren gebaut. Und das Besondere ist, also man kriegt nur so ein bisschen so eine Idee davon, also wie da die, wie viele Vakuumröhren da drin sind. Ich weiß gar nicht, wie viele das wirklich waren. Aber das Ding hat eine Downtime im Jahr von 4 Stunden. Ja, das ist die eigentliche Meisterleistung. Wie kriegt man das hin, dass man einen Rechner mit Tausenden von Vakuumröhren, die ja wirklich irgendwie komplett immer wieder ausfallen, und wenn eine kaputt war, das war schon ein Problem, wie kriegt man die dahin, tatsächlich zu funktionieren? Und der Clou, den sieht man hier, das war ein Telefon. Wenn eine kaputt war, hat man ganz schnell angerufen und dann wurde es ausgetauscht. So, aber diese Dinger, die wurden in Zentren aufgebaut, die sahen so aus, also ziemlich unwirtlich, solche Betonkästen, solche, ja, sieht aus wie ein Bunker, würde ich sagen, ja. Die gab's, wie gesagt, 24 Mal in den ganzen USA, immer mit so einer Antenne daneben, damit die auch vernünftig kommunizieren konnten. Und innen drin sahen die dann so aus, dass hier unten dann die ganze Dieselanlage war mit den Generatoren und so weiter. Und dann kamen hier so die ganzen Computer. Hier, also das ist jetzt, so groß waren die. Ne? Also das, was wir vorhin geguckt haben, sieht man hier in diesen ganzen, sieht aus wie ein Labyrinth. Ja? Und dann gab es noch ein paar Räume so für Allzweckgeschichten und ganz oben saßen dann die Leute, die vor den Sichtgeräten saßen und dann die ganzen Flugbewegungen ausgewertet haben. Und das war insofern bemerkenswert, weil, also so sahen die aus. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Also ihr habt es mir gesagt, ich würde es ja sonst nicht tun, aber es gibt ein Thema, was die Computergeschichte leider auch oder leider durchzieht. Das ist sozusagen die erste, weiß nicht, also was man das so nennen sollte. Also die erste Computergrafik irgendwie in eine bestimmte Richtung. Und da war tatsächlich, hat jemand mir jemand recherchiert. Und zwar ist im, also das hat jemand programmiert, wir wissen nicht wer.
Aber auf jeden Fall hat man das als Test benutzt ab da, um diesen Rechner immer wieder Diagnosen zu unterziehen. Also es muss irgendwie eine männerdominierte Operatorschaft gewesen sein. Und jemand hat sich mal tatsächlich die Mühe gemacht, hat mal nachgeguckt, woher kommt das denn eigentlich? Und es gab tatsächlich im Jahr 1956 einen Girl-Kalender von der Zeitschrift Esquire. Ich weiß nicht, kennt das jemand? Muss irgendwie so eine Art früher Playboy oder so gewesen sein. Da gab es tatsächlich dieses Kalender-Girl. Jetzt sind wir auch beim Thema Sex angekommen, mehr oder weniger. Und so sieht das dann aus. Und Tatsache, da hat jemand abgepinnt. Ja, also so war sozusagen die erste Computergrafik, die irgendwie so in diese Richtung jedenfalls nachgewiesen werden kann. Jetzt kommen wir zu einem anderen Ding, nämlich einem Eingabegerät. Das ist eine sogenannte Lightgun oder Leuchtpistole. Die wurde eingesetzt, um, hier sieht man das, also ich weiß nicht, der malt wahrscheinlich jetzt gerade das nächste Kalender-Girl hier irgendwo drauf und benutzt dazu diese Lightgun, jedenfalls sehr konzentriert. Damit konnte man jetzt schon direkt und interaktiv damit arbeiten. Man brauchte keine Tastatur mehr oder sowas. Das ist ineffizient, wenn man schnell arbeiten muss. Da hat man sich also schon wirklich Gedanken drüber gemacht. So, also das waren jetzt erstmal die Dinos. Und da gab es eigentlich schon eine Menge, glaube ich, was wir da so gelernt haben, was wir mitgenommen haben, wie Speicher ging, welche Rolle so die Röhren gespielt haben und so. Und die waren alle sehr groß und die waren alle sehr teuer. Die haben mal wirklich ganze Etagen belegt. Und dann hat man irgendwann gesagt, naja, also für die kommerzielle Nutzung sind die eigentlich zu teuer und zu, ja, vor allen Dingen von der Wartung her zu kompliziert. Also wenn da ständig was kaputt geht. Und ja, dann kommt man zu den nächsten Bereichen. Also immer noch idealerweise genauso leistungsfähig wie die Dinos, aber eben kleiner. Und deswegen hat man die Minis genannt, auch Minicomputer. Eigentlich ist der Name aus heutiger Sicht nicht so ganz korrekt, weil also so minimäßig sind die eigentlich gar nicht. Also wer sich die mal anguckt, wir haben so die PDP-8 da vorne stehen, das ist so ein typischer Mini-Rechner. Der ist schon, also im Vergleich zu so, naja, ist vielleicht übertrieben, aber der ist schon eigentlich ziemlich groß. Ja, also entsprechend sahen die immer noch, haben die immer noch ganze Räumlichkeiten belegt. Also das ist jetzt so eine PDP-1. Das war der erste Minicomputer überhaupt von der Firma Digital Equipment. PDP steht übrigens für Programmed Data Processor, wenn wer das gerne mal wissen möchte. Warum zeige ich die überhaupt? Weil die einfach super erfolgreich waren. Also die Firma DEC hat diesen Markt sozusagen beherrscht. Und es gibt auch noch einen anderen schönen Umstand, wie das immer so ist. Zweckentfremdung heiligt die Mittel. Hier sehen wir mal wieder so eine Bildröhre, diesmal wirklich ein Display, ja, mit Keyboard und so, allem drum und dran. Und ja, wer kennt denn das? Ah, immerhin einer. Was war das? Perfekt, das war's. Space War, das war das erste. Ja, was bezeichnen wir das denn eigentlich? Computerspiel war ja schon vorher, grafisches Computerspiel hatten wir auch. Jedenfalls das erste Spiel, was auf so einem Minicomputer entwickelt wurde. Ja, und also sieht schon alles ziemlich cool aus. Ja, dann ging es weiter hier mit der PDP. Ich überspringe mal die ganzen PDP 1 bis 7. PDP 8 ist deswegen interessant, weil das war das erste richtig erfolgreiche Ding und davon wurden 50.000 verkauft. Also sonst muss man sich überlegen, bei den Dinos 24 war das schon total viel. Also die wurden normalerweise in Stückzahlen von 7, 8, vielleicht 15 maximal aufgebaut. Und bei diesen hier, das war schon echter Massenmarkt. Ja, und hier kann man schon mal sehen, also so Prozessor und die ganzen Kärtchen da oben voll transistorisiert. Übrigens noch keine integrierten Schaltkreise. Also so ein Ding hätte ich auch ganz gerne mal zu Hause. Und das hat sich dann, das ist auch bei nur die Zentraleinheit. Da gab es natürlich dann immer noch so extra Sachen, die man noch brauchte, wie Magnetbandgeräte und ähnliches. Sonst hätte man damit ja gar nicht richtig arbeiten können. Jo, und hier ist dann so, einer meiner Lieblingshersteller von damals war Hewlett-Packard. Die kamen eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Die kamen nicht aus dem Computer heraus, sondern die waren einer der Marktführer im Bereich von Messgeräten. Und weil die Messgeräte damals schon Daten produziert haben, die wurden also schon automatisiert ausgelesen, brauchte man auch vernünftige Computer, um die dann weiterverarbeiten zu können. Und eigentlich hat HP seine Computer nur entwickelt, um genau diese Informationen dann von den eigenen Kunden, also von den eigenen Messgeräten dann auch weiterverarbeiten zu können. Und diese HP 2116, die war eigentlich komplett geklaut. Also die war ziemlich genau der PDP-8 so nachempfunden. Aber HP hat da schon so einige Dinge mit eingebaut selber und war schon ein schönes Gerät. So. Hm?
ist ein 16-Bit-Gerät, kaum kaputt zu kriegen, also ein richtiges universelles Ding. Und hier ist nochmal ein extra Bild, so mit so einem mit so einer Tastatur, kann man das wirklich Tastatur nennen, und mit so einem Preisschild vor allen Dingen so noch mit dran. Ja, aber so richtig interessant sind die Dinge ja, wenn sie im alltäglichen Gebrauch reinkommen. Jetzt kommen wir zur Firma Honeywell. Die Firma Honeywell hat den sogenannten Kitchen Computer entwickelt. Jahreszahl habe ich auch, 1969. Zeigt so ein bisschen so Rollenverständnis, glaube ich. Aber dieses coole Ding konnte man wirklich kaufen. Und man konnte damit, also das war ja nur die Bedieneinheit. Also der eigentliche Rechner, der ist hier, ja. Und da konnte man da Sachen draufstellen. Und Honeywell hat ernsthaft damit beworben, also dass man damit super gut Rezepte abspeichern kann und dann als Kochhilfe sowas benutzen kann. Also ganz genau weiß ich nicht, was Honeywell sich dabei gedacht hat. Ich weiß auch nicht, was es gekostet hat. Aber ich finde diese Anzeige hier, die fand ich einfach klasse. So, dann gibt es ein Gerät, das nannte sich Data, oder eine Firma, die hieß Data General. Und das Gerät, was sie rausgebracht haben, war die Nova. Die war nicht nur neu, sieht eher aus wie so ein Radio, würde ich sagen. Ne? Aber ist ein bisschen größer, ungefähr doppelt so groß, so von den Dimensionen her. Und davon wurden auch 50.000 insgesamt verkauft. Also es war schon ungefähr so die Größenordnung, die Digital Equipment auch so unters Volk gebracht hat. Und die standen vor allen Dingen, und das ist jetzt wichtig, in Wissenschaftseinrichtungen. Ja, die DEC auch, aber die standen vor allen Dingen in Wissenschaftseinrichtungen. Warum genau, weiß ich nicht so genau, aber irgendwie war das ein Rechner, der, vielleicht haben die irgendwie günstig an die Universitäten verkauft. Also sieht so ein Ding insgesamt aus. Design schon sehr gelungen. Ich finde diese Kombination von Blau und Gelb und auch diese abgesetzte Tastatur und so weiter, das sehen wir alles demnächst wieder. Das heißt, dieses Data General, wir kommen immer weiter Richtung Workstation, war schon irgendwie ein cooles Gerät. Also durchdesigned, auch von der Architektur her sehr gut. Ja, und dann haben wir hier noch so den Schlager schlechthin. Also den sollte wirklich jeder kennen. Ich wette, so ein Ding haben wir auch hier stehen irgendwo. Ich weiß nicht so genau, zumindest so das Frontpanel hier, die PDP-11. Die wurde auch wirklich, die ging in Schulen, also nicht nur an Universitäten, auch an Schulen. Meine Nachbarschule, die hatte so ein Ding. Wir waren ein bisschen neidisch und ich konnte gerade mal so meinen Mathelehrer überreden, dass er sich so ein PET 3032, glaube ich, damals irgendwo angeschafft hat. Die Nachbarschule hatten so ein Ding, da war ich schon ziemlich neidisch, weil da konnte man Fortran und Algol und all so ein Zeugs, also richtig gute Programmiersprachen drauf laufen lassen. Das war schon richtig toll. 16-Bit übrigens, der Rechner. Ja, und ein kleiner Ausflug vielleicht in so Richtung, womit hat man eigentlich bedient? Eine Sache haben wir vorhin schon gesehen. Die sogenannte Light Gun. Ja, das ist auch genau dieses Gerät. Also das, wo das Starlet da auch drauf gewesen ist, genau das ist das hier, Sage. Ne? Also dann so ein Digitizer-Tablet jetzt von der PDP-8, womit man dann eben schon sehr schön und vor allen Dingen auch winkelgetreu ging jetzt zur Maus. Ne? Also von Designern werden die heute immer noch gerne benutzt, weil man damit arbeiten kann. Aber das wichtigste Eingabegerät von allen, das war natürlich die Computermaus. Und die sah erstmal so aus. Das heißt, also das ist schon eher so Prototyp. Ja. Aber gewisse Ähnlichkeiten kann man schon erkennen, glaube ich. Also hier noch eine gewebte Isolierung oder so von der Schnur, das ist total toll, aber hier schon so ein Stecker und das sind dann die Räder, also mit denen man dann zwei Richtungen abgreifen konnte. So, genau. Und so sah das Ding dann von unten aus. Hatte oben nur einen Knopf, wo man draufdrücken konnte. Und der Erfinder davon, der hieß... Na, nicht Q. Das ist nicht Q, auch wenn er ein bisschen so aussieht. Also das ist... James Bond. Das ist tatsächlich Doug Engelbert. Also Douglas Engelbert. Der hat in seiner Jugend, das heißt also, als er noch ein bisschen jünger war, so in den, ja, 63, 64, hat er angefangen, sich wirklich darauf zu konzentrieren, hat gesagt, Teletype und sowas kann nicht alles sein. Also wir müssen noch mal richtig, mal endlich mal zu einer Form kommen, wie man vernünftiger mit dem Computer arbeiten kann. Und das kann sich doch nicht am Computer ausrichten, das muss sich doch ein bisschen am Mensch ausrichten, so von der Denke her. Ja, und da hat er viel rumexperimentiert und hat zum Beispiel sowas hier entwickelt.
Rechts ist die Maus. Hier sieht man so eine Mini-Tastatur, die man noch benutzen kann, so mit der linken Hand, wenn man mit der rechten Hand da dran arbeitet. Wieder die absetzbare Tastatur und natürlich der runde Bildschirm. Das war damals eher so ein Stilelement. Dann, also wie das Ding genau funktioniert, weiß ich nicht, aber ich vermute mal so ähnlich wie eine Maus, also mit so Kardanaufhängungen, und dann wurde das dann irgendwie abgelesen und dann konnte man die entsprechenden Bewegungen da oben irgendwie wieder mit reinkriegen. Aber das Kurioseste finde ich ja das da, also sozusagen, also das ist jetzt ein Bein, was man vielleicht nicht so ohne weiteres erkennen kann. Das ist jetzt unterm Tisch eingebracht und das ist ein Mechanismus, mit dem man dann eben so eine Untertischmaus hat, sozusagen, die dann irgendwie zu bedienen. Ja. Hat sich nicht durchgesetzt, wie wir heute wissen, aber war schon irgendwie cool. Ja. Was sich eher durchgesetzt hat, ist so diese Darstellung. Ja, da haben wir, das sind übrigens die Hände von Doug Engelbert persönlich, als er noch ein bisschen jünger gewesen ist. Und er hat hier rechts eben so ein weiterentwickelndes Modell seiner Computermaus und Tastatur in der Mitte. Und hier so eine Art, ja, wie nennt man das, so eine Art Klaviatur, ne? Also für den Finger. Da brauchte man ein bisschen Übung, um damit zu arbeiten, aber das war eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Ja, was braucht man noch für eine Workstation? Wir wollen uns immer ein bisschen weiter hinarbeiten. Man brauchte eine Verbindung. Man musste Daten transportieren können zwischen Workstations. Ich habe noch überlegt, ich habe ein schönes Video gefunden, so wie zwei Workstations so miteinander kommunizieren und Maze War spielen, miteinander Killer gegen Bomber. Bringe ich jetzt nicht, weil dauert ein bisschen lange das Ding, aber ich möchte gerne erzählen, woher denn eigentlich unser gutes Internet kommt und unser Ethernet kommt, nicht das Internet, das Ethernet, ja, was ja jeder an seinem Rechner dran hat. Und zwar, also diese nette junge Frau, die sitzt gerade an so einem Terminal, das ist jetzt kein HP, glaube ich, oder vielleicht doch, bin ich mir gar nicht so sicher. Jedenfalls haben die HP-Technik benutzt und hat jemand eine Idee, wo das sein könnte? Ja, klasse. Ja, also, das ist Hawaii. Ja, wer war schon mal da? Noch keiner? Also, ich wollte immer gerne mal hin, hab's auch noch nicht geschafft. Ja, Hawaii sieht ja von oben so aus, ne? Also, so Hauptinsel Hawaii und dann so Oahu und Kauai und so weiter. Und was sie damals gemacht haben, das war mit HP-Equipment, eben genau diesen 2116-Rechnern und so weiter und neben Zeugs, haben die einen riesen WLAN aufgebaut. Ein Funknetz, mit dem die im Jahr 1970, das war übrigens von der Universität von Hawaii initiiert, dieses Projekt, von 1970 schon eine komplette Datenübertragung über alle ihre Inseln machen konnten. Das heißt also, wenn die Frage kommt, was war zuerst, Ethernet-Kabel oder Ethernet-WLAN, lautet die Antwort, WLAN war zuerst. Ist also wirklich richtig. Und das Programm hieß damals, also die Initiative hieß AlohaNet. Und tatsächlich ist dieses Protokoll, was da entwickelt wurde, das heißt also, wie technisch das überhaupt über die Bühne geht, wie die einzelnen Rechner miteinander sprechen, war die Grundentwicklung zum Ethernet und auch zum Internet. Das Aloha-Protokoll, wenn man ein bisschen googelt, Aloha, das klingt nicht nur nach Hallo, hier bin ich da, sondern kommt tatsächlich aus diesem Kontext hier. Und ja, da gab es jemand, der hieß Bob Metcalf, der hat schon 1972 anlässlich des Aloha-Netz, das war ja schon bekannt, hat er diese Skizze hier gefertigt, der Bob Metcalf. Und da hat er alle möglichen Dinger drangehängt, da kommen wir gleich mal zu. PDPF hatten wir schon, Nova hatten wir schon. Und hier kommt unser WLAN. Ja? Also das hat sich überlegt, wie kann ich hier mit WLAN arbeiten? Und wenn ich jetzt nicht mit WLAN arbeiten möchte, wie kann ich das mit diesen ganzen Dingern hier auch mal über Netz, über normales Kabel machen? So, Bob Metcalf, komme ich gleich noch ein bisschen drauf, aber die ersten Prototypen sahen so aus. Und die Kabel waren auch recht ordentlich. Also ein Kabelverbinder, lass uns mal schnell irgendwie die Dinger mal miteinander verknüpfen. Da musste man erstmal überhaupt eine Tür aufmachen, um da ranzukommen irgendwie. Und dann waren so die Verbindungen dort. Und hier ist der gute Metcalf. So sah er damals noch aus. Mit einem unbekannten Kollegen. Das ist Metcalf. Der weiß ich nicht, wer das ist. Und ja, die arbeiten gerade am Ethernet irgendwie und bauen das. So, das hat aber nicht allein gemacht, der Metcalf, auch wenn er da eigentlich für bekannt geworden ist, sondern hat er noch einen anderen Kollegen mit dabei gehabt, der hier eine Platine aus einem Rechner mit drin hat, der heißt Alto. Und da erzähle ich gleich mal ein bisschen was drüber. So, jo, aber Metcalf vielleicht noch, weiß jemand zufällig, was aus dem geworden ist? Ja, von welcher Firma?
Dankeschön. Ja, also Metcalf, das war damals noch Startup, war einfach Programm. Also sobald man sowas entwickelt hatte, und dann sind die Amerikaner ja Weltmeister, hat man eine Firma gegründet. Und wenn die erfolgreich geworden sind, dann wissen wir da heute auch noch was von. Das heißt, den gibt es übrigens immer noch, den Metcalf, also der ist noch nicht gestorben und der ist immer noch, glaube ich, Firmeneigentümer von 3Com. Aber 3Com ist ja aufgekauft worden von, weiß ich nicht mehr so genau. Na jedenfalls. So. Kurz mal zum Display, auch da gab es Entwicklungen, Vektorgrafik hatte ich schon mal erwähnt, 63. Hier ist ein gewisser Sutherland von, hat einen Kollegen, der hieß Evans übrigens, ja, also der Silas Sutherland hat schon früh mit etwas experimentiert, das nannte er Sketchpad, also dass man so Grafiken da vorne drauf hatte, da hat er einen Lichtgriffel und konnte dann damit so Selektionen machen, also Menüsteuerung, ja, 1963. Das sind die beiden. Evans und der Sutherland. Und da bauen sie gerade ihr sogenanntes Line Drawing System. Das war sozusagen das erste Vektorgrafiksystem, was wirklich beschleunigt gelaufen ist. So. Oh, ne, da will ich jetzt eigentlich nichts drüber erzählen. Ja, das ist ein bisschen so in Richtung, ja, Massenspeicher. Das war so die sogenannte Hollerith-Karte oder Lochkarte, die man eben auch schon in der Weberei genutzt hatte, in einer ganz ähnlichen Form. Und dann gab es mal dieses Ding hier, diesen, 5 Megabyte übrigens, diese Festplatte hier. Mit über wie viel verteilt, wie viele Platten? Naja, war schon ein ganz schönes Ding. Gut, das Problem mit den Dinos, um jetzt mal endlich in Richtung Workstation zu kommen, die exklusive Nutzung, überhaupt mit den Dinos und den Minicomputern so generell, exklusive Nutzung war kaum möglich und war total teuer. Grafische Funktionen waren zwar prinzipiell so ein bisschen da, aber ansonsten kaum verfügbar und beschränkt auf Vektorgrafik. Und die Bedienung war halt immer noch ziemlich stark an Teletype, also an so ein besseres Morse-System angelehnt und erfüllte damit eigentlich die Anforderungen von Büroanwendungen, Wissenschaft und Ingenieuren nicht. Es kamen die einen, die haben gesagt, dafür sind Computer auch gar nicht gedacht. Die sind ja für große Sachen gedacht, die sind für Kriege gedacht, die sind für Militär gedacht und die sind für Banken gedacht, aber nicht für Büroanwendungen, für Wissenschaft und für Ingenieure. So. Und ja, das führt uns jetzt endlich zu den Workstations. Das heißt, wir wollen uns befreien von den ganzen Krams, von den großen Räumen, von den ständigen Wartungsprozeduren, von den großen Teams, die immer benötigt werden, um die Dinge am Leben zu erhalten. Und vor allen Dingen, wir wollen diese Dinge nur für uns. Ich will mein eigenes großes Rechending irgendwie haben und möchte das mit keinem teilen. Dass das eigentlich totaler Unsinn ist, wenn das Ding sowieso die ganze Zeit vor sich hin eidelt, also eigentlich gar nichts macht, wenn ich gerade selber nichts tue, ist ein anderes Thema. War aber damals noch nicht das Thema, weil diejenigen, die hier die Anforderungen hatten, die haben ständig was damit gemacht. Und der wichtigste oder das absolute Highlight war Anfang der 70er Jahre, und zwar genau im Jahr 1973 in Palo Alto, dieser Rechner. Der wurde an der Stanford University entwickelt, 1973, und hatte einige bemerkenswerte Eigenschaften, die wir alle aber schon kennen. Abgesetzte Tastatur, Maus, ja, das ist so ein Rechner, der ist eigentlich ein Data Nova, die sie bloß noch ein bisschen nachgebaut hatten. Und ja, genau, also das Wesentliche, da steht nur ein Stuhl davor, auf den setze ich mich drauf und kann exklusiv mit diesem Ding arbeiten. Übrigens hatte der dann auch diese eine Karte drin, die wir vorhin gesehen haben, diese Ethernet-Karte, und konnte über das Ethernet mit anderen Altos kommunizieren. So sah das übrigens innen drin aus. Und dass der Bildschirm falsch rum ist, das liegt daran, dass man damals schon Desktop-Publishing damit gemacht hat. Das heißt, man wollte gerne die Seite, gerne die Letter, wie nennt sich das? Portrait-Mode wollte man gerne haben, damit man die ganze Seite bearbeiten konnte. Und so sah es da unten drin aus. Also nicht wirklich klein, also schon eher so Kühlschrankgröße, aber für damalige Verhältnisse war das also geradezu winzig, ja. Mikrocomputer gab es noch nicht, 1973. Ja, und hier finden wir so ein paar Sachen wieder. Maus, Klavier, ne? Und das zeigt auch schon, klar, die haben natürlich alle irgendwie abgeguckt voneinander und haben versucht, diese neuen Prinzipien dort eben Realität werden zu lassen. Good morning. Good morning. You come into your office, grab a cup of coffee. Morning, Fred. And a Xerox machine presents your morning mail on a screen. What's the mail this morning? This one looks interesting. Let's take a look at this.
I'm going to need a couple of copies of this. Push a button, and the words and images you see on the screen appear on paper. Oh, thank you. Thank you, Fred. You know, Fred, I think everybody on the routing list should see this. Push another button, and the information is sent electronically to similar units around the corner or around the world. This is an experimental office system. It's in use now at the Xerox Research Center in Palo Alto, California. Soon, Xerox systems like this will help you manage your most precious resource, information. Anything else? Flowers. Well, what flowers? My anniversary. I forgot. Oops. Ja, und also die Oberflächen, die waren schon ziemlich, also so wie man die heute eigentlich kennt, ne? Rein experimentell. Das ist übrigens hier mit Smalltalk gemacht worden, also eine klasse Sprache, wo alles integriert war, Grafik, man konnte direkt drin programmieren, aber auch ausführen, also das war schon total toll, Smalltalk. Also ich würde es zu weit führen, jetzt das ganze Team mal zu ernennen, aber Adele Goldberg sollte man mal gehört haben, so zum Thema Smalltalk als Informatiker, ganz wichtig. Aber es war eine grafische Oberfläche und das war das Geniale damals, 1973 erfunden, am Palo Alto Research Center und im Grunde genommen haben alle davon kopiert. Von diesem System, weil sich da Xerox wirklich mal hingesetzt hat und gesagt, scheiß aufs Geld, wir wollen einfach die findigsten Köpfe haben, die haben sie sich dann auch geholt, die haben alle in dem Palo Alto Research Center gearbeitet und wir bauen einfach mal das Beste, was jetzt möglich ist und wollen alle Konzepte zusammenbringen. Und das hat man mit diesem Alto dann auch super hingekriegt. Das rechte ist übrigens der File-Browser. Ja. A revolutionary vertical screen with beautiful gray tones. A magical navigator. And a 16-task processor. Xerox Alto for the copying jobs. Also es ging nicht unbedingt um das Kopieren von Arbeit oder Angestelltenverhältnissen. Ja? Okay, aber worum ging es eigentlich doch? Es ging um das Silicon Valley. Und das ist das Silicon Valley. Hier sieht man das, hier ist San Francisco, hier ist die Bay Area und hier ist das Silicon Valley. Silicon Valley klingt immer so riesig, weil da so furchtbar viele Firmen irgendwie sind. Furchtbar viele Firmen stimmt auch. Also hier sieht man mal so ein Beispiel davon, so wer da alles war. Aber riesig stimmt nicht. Also das war tatsächlich alles um die Ecke, mehr oder weniger. Um mal das ein bisschen besser darzustellen, wenn man von Cupertino, Silicon Valley, nach Stanford oder nach zum Park, also zum Palo Alto Research Center wollte, das waren gerade mal 25 Minuten. Mit der Karre, ne? Hier über den 280er Highway von Cupertino darüber. Und das hat Steve Jobs auch gerne gemacht. Ist dann hier rübergefahren, hat sich alles zeigen lassen, ist dann hier wieder zurückgefahren. Naja. Und HP war übrigens auch da, ne? Also man kann eigentlich sagen, die Stanford University war eine echte, wie nennt man das, so eine Geburtsstätte für Innovation in Richtung Computern. Ganz, ganz wichtig. Ja, was ist bei Jobs rausgekommen, als er wieder zu Hause war? Die Lisa. Ja, das, ich weiß gar nicht, warum die eigentlich Lisa heißt. Also er hatte eine Tochter, die hieß Lisa. Ich glaube aber daher kommt es nicht unbedingt. Könnte auch irgendeine Abkürzung, Akronym sein. Die sah schon ziemlich so aus. Ne? Aber ein paar Jahre später. Und die Lisa hatte dann ein kleines Geschwisterchen. Nicht allzu später, sah ziemlich genauso aus, war aber deutlich billiger und zuverlässiger. Ja, genau. Was ich persönlich toll finde, sind aber... Das ist für euch vielleicht nicht so interessant, aber ich bin so ein Anhänger von Lisp und dafür wurden dann extra Rechner gebaut, die eben auch Workstations waren. So ein Lisp-Maschine. Ja, und die sahen dann so aus innen drin. Gab es verschiedene kommerzielle Produkte von. Die waren auch nicht ganz billig. Und die sahen natürlich so aus wie der Alto. Ja, weil in der Wissenschaft war der Alto einfach der Kracher. Also davon wurden auch mehrere hundert gebaut, nicht kommerziell, die wurden dann verteilt und alle fanden den klasse. Ja, da gab's noch ein paar andere, hier so der Tetrack. Manche sagen, das war die erste grafisch kommerzielle Workstation. Ich würde sagen, es gab noch einen anderen, der war ein bisschen früher. Hier ist ein Perk One, der wird auch gerne erwähnt. Also man sieht schon, die haben alle gemeinsam abgesetzte Tastatur, Portrait-Modus und irgendwie so eine Rechenkiste mit dabei. Und ja, so sah das Ding dann innen drin aus. Und so die Oberfläche.
So, da möchte ich gerne das Augenmerk drauf richten, weil das ist sozusagen persönliches Hobby von mir. Sieht man auch da hinten in der Ausstellung. Der war noch ein Jahr früher, 1977, und war auch schon eine grafische Workstation mit einer hochauflösenden Grafik. Und also mein persönliches Traumgerät wäre eher dieses hier gewesen, weil es war viel kompakter als die anderen Dinger. Total für damalige Verhältnisse, toll designed. Hier gab es Bandlaufwerke, die man reinschieben konnte mit so kleinen Kassetten. Die waren super schnell und super einfach zu bedienen. Konnte man immer so in die Hemdtasche tun. Nicht wie Disketten, die man irgendwie vorsichtig behandeln musste und so weiter. Also einfach ein tolles Ding. Knopfdruck und schon hatte man eine Hardcopy irgendwie vom Bildschirm und so. Und kann man vielleicht auch mal zeigen. Und ich habe auch ein Programm dafür geschrieben, das sieht ungefähr so aus. Und das Bemerkenswerte ist, der Rechner war so schnell mit zwei Prozessoren, 16-Bit, da konnte man locker so ein Ding in Basic einfach mal so schreiben, ja, ohne Maschinensprache oder so. Ja, und musste das Ding noch zügeln, damit es nicht zu schnell wurde. Ja, so sieht er aus von innen, hat ein Netzteil, Druckersteuerung, Bit-Slice-Prozessor, Bandlaufwerk, einen zweiten Prozessor, bisschen RAM, bis zu 1,5 Megabyte. Für damalige Verhältnisse. Also als die Rechner kamen normalerweise, die Home-Rechner kamen mit 8 Kilobyte raus und ja, ein bisschen ROM. So. Also schon eine reinrassige Workstation. Erweiterbar über IO-Slots und hatte einen Drucker. Ja, das ist nochmal so eine Apollo. Die waren ganz wichtig eine Zeit lang. Erstmal die DL100, dann die DN300. Und wurden dann später von HP aufgekauft. Aber so richtig entscheidend haben eigentlich dann, nachdem die Konzepte schon mal mit dem Alto entworfen waren, hat dieser Prozessor hier die Sache nach vorne gebracht, der 68000. Einfach ein geniales Teil, relativ einfach zu programmieren. Innen drin 32-Bit, außen hin 16-Bit und also schon ein toller Rechner. Und vor allen Dingen mit diesem Rechner wurden viele, viele Unix-Implementierungen gemacht. Und über Unix kann man sich, glaube ich, auch einen anderen Vortrag anhören dabei, unbedingt hörenswert. Das wichtigste Betriebssystem für Workstations. So, wer kennt das noch? Ja, Sun One, die erste Workstation, an der ich persönlich gearbeitet habe. Man hat es auch 3M-Workstation genannt, wegen Megapixel, Megabyte und Mega-Instructions per Second. Aber man könnte auch noch sagen, manche haben Megapenny noch dazu gesagt, also weil die Dinger ungefähr so $10,000 gekostet haben. Ja? Ein anderes Beispiel ist die Iris von SGI, sehr, sehr interessant, weil dort die ersten wirklich leistungsfähigen 3D-Grafiken eingebaut wurden. Ich habe noch so eine Indigo zu Hause stehen und ich bin, also tolles Ding. Also wenn man sich auf die Windows anguckt, dann senkt man sich wieder zurück zu den SGIs. Ja, das ist noch ein bemerkenswertes Ding, was ich gerne hätte, weil ich ja so ein bisschen aus der Atari-Ecke komme. Leider nie gehabt, auch schwer zu bekommen. Die ATW 800, die hat einen Transputer drin. Transputer, das waren Prozessoren, die ausdrücklich darauf optimiert waren, dass sie immer mit den Nachbarn direkt kommunizieren konnten. Die hatten also immer so 8 Links, später glaube ich sogar, 8 Links, genau, und damit konnten die untereinander Multiprocessing machen. Da gab es eine Sprache, die hieß Occam, und damit konnte man das dann programmieren. Ein anderes Ding, was ich auch gerne hätte und nicht habe, das ist dieser hier, die Next Workstation von Steven Jobs entworfen, als man seine visionären Vorstellungen bei Apple nicht mehr folgen wollte. Da haben sie ihn ja kurz mal rausgeworfen und später dann wieder zurückgeholt. Hier ist meine Indigo. Naja, ist ein Werbeplakat, ist nicht wirklich meine Indigo. Und hier ist ein Einsatz von einer SGI Workstation in einem Film, wer kennt den? Ja, genau, Jurassic Park. Und wer sieht die Workstation? Ja, da, bisschen schlecht erkennbar in dem ganzen Müll, ja. Das ist eine Crimson von SGI. Dann ganz wichtig, HP, die HP 9000-Serie, die haben wirklich eine Zeit lang die ganzen Workstation dominiert, unter anderem deswegen, weil sie einfach ihren größten Wettbewerber Apollo aufgekauft haben. Und die haben wir dann nochmal so eine Deck Alpha, auch Digital hat noch ein bisschen weiter mitgespielt. Und 275 MHz war schon damals sehr viel. 64-Bit war sowieso allererste Sahne. Das hatten die anderen alle noch nicht zu der Zeitpunkt. Also True 64-Bit, so haben die dann auch ihr Betriebssystem genannt. Und ja, tolles Ding. Und die sind bis über 1 GHz gegangen mit ihrer Architektur. Bis sie dann, ich weiß gar nicht, zuerst von Compaq aufgekauft wurden, glaube ich, und Compaq dann von HP oder so. Und dann war das große Fressen. So, und das ist eine der letzten Workstations,
die wirklich noch als Workstation verkauft wurden. Die C-Serie hier von Hewlett-Packard, C8000. Das ist insofern bemerkenswert, weil der ist immer noch viel, viel besser als jeder normale High-End-PC, den man sich heute kaufen würde. So mit einer tollen Architektur, jede Menge Speicher und Multiprozessor und also schon. Hab den gerade bei eBay gesehen, ich überlege, ob ich mir den nicht mal hole. Hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Steht bei 175 Euro. So, also, was sind die Workstations? Einplatzsysteme, neueste Technologie, hohe Performance, komplette Peripherieausstattung, das ist auch wichtig, und professionelle Wartung. Also bei Workstations, da hat man nicht mehr groß rumgelötet und guckt, woran es liegt, sondern da wurden komplette Baugruppen ausgewechselt und das schnellstens. Also das heißt, on-site, das war damals nicht selbstverständlich. Und die ganze Geschichte war natürlich sauteuer. Wenn man sich mal das mal so anschaut, dann ordnet sich das durchaus mal ein bisschen rein in diese berühmte Moore, das Moores Gesetz. Hier ein bisschen logarithmisch aufgetragen. So kommen dann hier irgendwo so die Minicomputer und so, dann so ein bisschen so die Workstations dazwischen. Hier sehen wir so ein paar, von denen wir was gehört haben. Colossus, SSEC zum Beispiel, UNIVAC. Hatten wir viele davon. Ja. So, ja. Die Entwicklung der Workstations, jetzt mal so an Verkaufszahlen, je nach Definition, also das habe ich jetzt einfach mal geklaut, fing 1970 so ein bisschen an, so mit den ersten vielleicht so quasi Workstations, hatte aber seine Hochzeit vor allen Dingen so ab 1984. Hier kam der IBM-PC raus übrigens, 1981, und hatte hier seine Hochzeit und ab hier ging es dann runter mit dem Thema. Das sind Verkaufszahlen. Aber, nee, ich weiß nicht, was der Multiplikator ist davon. Weiß ich nicht. Also, wie viel das insgesamt waren. Aber was noch interessant ist bei diesen Workstations ist, wenn wir uns nur mal so ein Feature raussuchen, was, glaube ich, für alle ziemlich wichtig ist, nämlich das Thema 3D-Berechnung, kann man so ein bisschen sehen, wie Workstations immer ein bisschen, ein paar Jahre, teilweise viele Jahre, waren, bevor es dann in Richtung Desktop-PC ging, in Richtung Mobile-PCs, in Richtung auch Game-Konsolen. Und hier kann man schon sehen, Game-Konsolen kamen relativ früh, aber die Workstations kamen doch sehr, sehr viel eher. Das heißt, die Workstations waren immer so eine Art Innovationsmotor. Ja, und hier haben wir mal so eine Verteilung, damit man mal weiß, wer die wichtigsten Player gewesen sind. Dell, Compaq kamen erst später mit dazu, hier mit den PC-Plattformen. Bis dahin waren es fast alles RISC, Reduced Instruction Set Computers. Die konnten nur einfache Befehle ausführen, aber die in einem Takt, also super schnell. Und damit konnte man dann schon, so als Programmierer hatte man da ein bisschen mehr Flexibilität. Hier die 68000er-Ära am Anfang noch. Und die ganze Geschichte wurde eben vor allen Dingen dominiert tatsächlich von Sun und von HP, nachdem Apollo geschluckt wurde. Ja, das ist jetzt nochmal so ein bisschen so die... Weil das ist nicht so wichtig. Gehen wir mal. Woraus besteht eine Workstation? Natürlich die Kiste drumherum, ein Mainboard, eine Grafikkarte, ein paar extra IO-Karten, aber alles High-End. Ne? Also wenn SCSI, dann Ultra-SCSI, doppelbreit oder irgendwie sowas in der Art. Eine Menge Speicher, also richtig viel Speicher. Die Workstations von heute, die fangen so bei 64 GB Speicher ungefähr an. Und im Normalfall, also mindestens zwei Prozessoren, spendieren wir denen auch ein paar Lüfter. Viel auch mit Wasserkühlung. Und jede Menge Festplattenspeicher oder überhaupt Massenspeicher. Also heute sehr, sehr viel mit schnellen Flash-Speichern. Ja. Und natürlich Tastatur, Tablet häufig anzutreffen und ein großes Display, hochauflösend. Ja, und wie sehen die Workstations heute so aus? Was ist eine Workstation? Vor allen Dingen viele Bildschirme. Ne, das ist so ein typisches Ding. Was man damit jetzt genau macht, weiß ich auch nicht, aber es ist schon irgendwie wieder annähernd raumfüllend. Und wie die Workstations, wie man sich die in Zukunft so vorstellen muss, da gibt so diese Grafik hier, diese Designeransicht, so ein bisschen so eine Anmutung davon. Also das wird dann wahrscheinlich alles gewischt und läuft dann über Rezeptoren, mit denen man dann direkt über Gedanken diese ganze Geschichte steuert. Aber ich glaube, das ist insgesamt alles doch relativ sinnfrei. Aber was ich trotzdem noch mal zeigen möchte, das ist mal ein kleiner Werbetrailer. Ich möchte jetzt keine Werbung dafür machen, aber einfach nur, in welche Richtung der Workstation-Gedanke heute geht.
das war jetzt Emperor, kann man kaufen, kostet glaube ich so 15.000 Dollar aufwärts. Und also geht mir darum, dass man sich also selber irgendwie mehr so als Workstation betrachtet in der Umgebung, die einen besonders toll findet. Und zumindest so die Nerds, die Gamer unter uns, also die können sich sowas glaube ich vorstellen. Ne? Also könnte doch das Erlebnis insgesamt nochmal ein bisschen intensivieren. So, aber jetzt kommen wir nochmal zu unserer ursprünglichen Frage zurück. Die Auflösung. Weiß noch jemand, wie die Frage war, die Nebenfrage? Was hat Frankenstein mit den Computern von heute zu tun? Kriegen wir das noch zusammen? Also hier ist Frankenstein. Da ist Mary Shelley. Die wiederum war die Tochter von Lord Byron. Nee, umgekehrt. Die ist so eine Freundin von Lord Byron. Lord Byron hatte Ada Lovelace Byron als Tochter, die wiederum mit Charles Babbage zusammengearbeitet hat, um die Analytical Engine mit Programmen zu füllen, was dann wieder aufgenommen wurde von SUSE, ohne es von ihm zu wissen, sehr ähnliches Prinzip, was dann dazu geführt hat, einen der ESTen Computer, den ENIAC, aufzubauen, komplett mit Vakuumröhrentechnik, PDP-8 als einer der erfolgreichsten Rechner der damaligen Zeit, den Xerox Alto als die erste wirkliche Inkarnation, also nicht kommerziell, des Workstation-Konzeptes, über die Sun 1 als eine der ersten kommerziellen Ausprägungen der Workstations, über die dann dominierende HP 9000-Serie von HP bis zum modernen PC von heute. So, und so als kleinen Ausklang möchte ich nochmal zeigen, wohin die Zukunft geht. Und das ist Stage frei für die Apple 2 Watch. Vielen Dank fürs Durchhalten. So, ich hoffe, dass ihr jetzt noch ein paar neue Neuigkeiten mitgenommen habt, so was erste Computerspiele, so erste Sound, Multimedia und solche Geschichten, also wo die sich so herentwickelt haben. Man kann, glaube ich, zusammenfassend sagen, dass die sich alle mehr oder weniger untereinander gekannt haben. Es wurden immer Innovationen von A nach B getragen und dann kam jemand, der sie wieder neu zusammengebracht hat in einen neuen Kontext und wieder was Neues hinzugefügt hat. Und das kann man sagen eigentlich so zum Thema Innovation. Und Workstations haben immer sozusagen das High-End der Innovation repräsentiert. Und zwar immer nur für den eigentlichen persönlichen Benutzer. Deswegen gibt es die theoretisch heute immer noch. Die heißen bloß, eigentlich war die große Zeit der Workstations wirklich die Zeit, als diese neuen Technologien alle entwickelt wurden und so in den 80ern und 90ern eingeflossen sind. Und ich denke da immer noch sehr gerne zurück an diese Zeit und kann jedem nur sagen, sich mal damit zu befassen, weil dieses Workstation-Paradigma eben mal gezeigt hat, was man machen kann, wenn es nicht um Geld geht, sondern wenn man einfach nur immer nur das Neueste vom Neuesten in seinem Computer verbauen möchte. Und das ist immer ein schönes Gefühl. Gut. Ja, sind noch Fragen? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Also nicht, dass ich wüsste. Also diese ganze RISC-Geschichte, die ist ja komplett weg. Also die letzte Spark, die wurde, glaube ich, 2003 oder... So als Server gibt's die noch, ja. Auch noch andere Architekturen. Aber so im Workstation-Bereich, im eigentlichen Workstation-Bereich nichts, was ich wüsste. Also ich ist alles.
Ja, das ist natürlich richtig, ne? Also, um da schnelle Algorithmen oder Algorithmen sehr schnell nochmal drauf abarbeiten zu können, die man wieder nutzen kann. Also, soviel ich weiß, ist der Workstation-Bereich wirklich komplett auf Intel geschwenkt. Und man findet da wirklich nur noch also besonders schnelle Bussysteme. Die sind teilweise nochmal ein bisschen anders, so diese I/O-Systeme, die da arbeiten. Aber vor allen Dingen halt viel Speicher und schnelle, teure Hardware. Ja, aber nichts, was technologisch wirklich jetzt elementar vom Mainstream sich unterscheiden würde. Und das war in den 90ern halt auch ein bisschen anders. Ja? Also ich glaube, heute gibt es da keine richtige Definition mehr dazu. Also über den Preis sicherlich. Also wenn man sich eine Workstation, also die Rechner gehen, selbst Hardcore-Gaming-Rechner, die gehen ja vielleicht bis 3.000 Euro und dann ist Schluss. Ja. Und solche Workstations, die so mit 64 Gigabyte plus arbeiten, mit ECC-RAM, das ist auch noch so ein Merkmal, das hat nicht jeder. Also viele haben nur Parity oder nicht mal das. Also die sich nochmal ein paar extra Bits gönnen, um damit, und ECC-Speicher ist einfach viel teurer, weil der nicht in so hohen Stückzahlen produziert wird. Wenn solche Dinger drin sind, dann ist das schon eher so eine Workstation, wo man eben nicht sich drauf verlassen will, also dass das jedes Bit nicht doch mal kippen könnte, sondern man hat dann eben nochmal einen Korrekturmechanismus mit drin. Ja. Aber heute, es fällt wirklich schwer heutzutage zu sagen, also außer über den Preis, also was heutzutage noch eine Workstation ist. Ja, ich glaube aber, heutzutage werden auch wirklich nur die typischen Standard-Grafikkarten eingebaut, aber dann eben zwei oder drei und das macht ein Gamer auch. Ja. Und also da weiß ich nicht jetzt, wo da dann der große Unterschied sein könnte in dem Bereich. Früher war das der Killer. Aber heute ist es so, dass man hat so schnelle Grafik. War der Killer der Workstation. Absolut. Ja. Also man muss sich vorstellen, wer war denn eigentlich bereit, so viel Geld auszugeben? Also wer hatte denn überhaupt die Kohle? Ja. Konstruktionsbüros, Ingenieurbüros, auch im wissenschaftlichen Bereich, wenn das Funding da war, wenn genügend Geld floss, dann konnte man sich eben so ein Ding kaufen. Ah, dankeschön. Wir sind schon bei den Fragen. Okay, keine Fragen mehr erstmal. Dann würde ich sagen, ich weiß nicht genau, warum die Belüftung hier so ist, wie sie ist. Aber ich finde das total toll, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und die gemeinsame Luft mit mir atmet, ist auch ein bisschen warm geworden jetzt. Und wünsche euch noch viel Spaß, so auf den letzten zwei Tagen vom VCFB. Ja? Applaus